Liebe Leserinnen und Leser des Deutschen Bienenjournals, ich möchte Ihnen heute etwas über Wildbienen erzählen, doch zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Schmidegger. Ich bin Experte für Wildbienen, arbeite seit über 30 Jahren im Naturschutz und im Moment ist mein Job, dass ich für die Deutsche Wildtierstiftung Berlin wildbienenfreundlicher gestalte. Wir arbeiten hier auch mit dem Deutschen Wildbienenjournal zusammen und machen verschiedene Aktivitäten gemeinsam. Ja, ich fange einmal mit den Wildbienen an. Sie alle kennen ja die Honigbiene und wie inzwischen ja die meisten von Ihnen auch wissen, gibt es auch Wildbienen und zwar sind das eigene Arten und es gibt in Deutschland rund 600 weitere Wildbienenarten. Diese Arten sind im Gegensatz zur Honigbiene nicht domestiziert. Sie leben völlig frei und wild, daher auch der Name. Und sie leben vor allen Dingen mit einigen Ausnahmen alle solitär. Die Honigbiene ist ja eine staatenbildende Art. Aber die Wildbienen leben einzeln, solitär. Und das sieht dann so aus, dass ein einzelnes Weibchen ein Nest gründet, in dieses Nest verschiedene Brutzellen anlegt. Etwa pro Art werden 20 bis 40 Nachkommen maximal erzeugt. Diese Brutzellen werden meistens mit Pollen von Pflanzen versorgt. Das Nest wird verschlossen und das Bienenweibchen verlässt dieses Nest wieder. Macht das Ganze etwa 4 Wochen und dann stirbt es. Und die Larven entwickeln sich von ganz alleine, also ohne ihre Mutter, und schlüpfen in der Regel erst im Folgejahr. Das ist also der typische Zyklus einer Wildbiene. Es gibt ein paar Ausnahmen dabei. So sind die Hummeln auch soziale Arten, die Nester gründen. Hummeln gibt es in Deutschland etwa 40 Arten. Und die Hummeln bilden ähnlich der Honigbiene Völker. Aber im Unterschied zu einem Honigbienenvolk lebt ein Hummelvolk nur etwa ein Jahr. Das heißt, die befruchteten Königinnen überwintern und legen im Frühjahr neue Nester an. Also die dicken Hummeln, die man im Frühjahr immer herumfliegen sieht, sind alles Königinnen auf Nestsuche. Viele Arten gehen zum Beispiel in unterirdische Höhlen, in Mäusenester und so etwas. Und die gründen dann ein Volk. Im Sommer schlüpfen die Geschlechtstiere und im Herbst stirbt dieses Volk ab. Das wäre also im Wesentlichen der wichtige Lebenszyklus der beiden Gruppen von Wildbienen, die es bei uns gibt. In den Tropen gibt es dann natürlich noch andere Wildbienen, die ähnlich der Honigbiene auch sehr langjährige Völker bilden, aber eben nicht bei uns. Wildbienen sind darüber hinaus sehr besonders, weil sie hochentwickelten Brutfürsorge auch einige sehr spezielle Spezialisierungen aufweisen. Und zwar gibt es eigentlich zwei wesentliche Spezialisierungen. Einmal sind viele Wildbienen hochspezialisiert, was ihre Nahrung betrifft. Das heißt, sie können Pollen nicht überall sammeln wie die Honigbiene oder auf sehr vielen Pflanzen, sondern sie sind zur Pollensuche auf nur ganz, ganz wenige Pflanzenarten angewiesen. Es gibt sogar Bienen, die nur auf eine einzige Pflanzenart, brauchen. Ein Beispiel ist die Natternkopfmauerbiene, die wirklich nur Natternkopf sucht. Und diese Art kann nur dort vorkommen, wo eben Natternkopf vorkommt. Und es ist auch schon mal ein erster Hinweis darauf, warum Wildbienen so hoch gefährdet sind, weil viele Pflanzen verschwinden inzwischen und diese Bienen finden dann nicht mehr ihre natürlichen Nahrungsquellen. Etwa 30% aller Wildbienenarten sind auf diese Weise spezialisiert. Die zweite wichtige Spezialisierung bei Wildbienen liegt in ihrer Nistwahl, weil auch hier hat jede Biene einen anderen Anspruch. Etwa 2/3 aller Arten lebt im Boden. Das heißt, die Arten graben irgendwo an einer geeigneten Bodenstelle einen Gang in den Boden und legen eben dort ihre Brutzellen an. Allerdings gibt es hier viele Spezialisierungen. Es gibt zum Beispiel Arten, die brauchen Sandböden. Die haben wir in Nordostdeutschland, vor allem in Berlin, sehr viel. Aber es gibt dann auch Arten, die brauchen härteren Böden oder die brauchen auch Aufschlüsse, also Lehm-Löss-Aufschlüsse, also senkrechte Böschungen. Und viele Arten, auch etwa 1/3, die benötigt Totholz oder andere oberirdische Nistressourcen. Und diese Ressourcen finden Sie eben nur noch in einer einigermaßen natürlichen Landschaft, wo es abgestorbene Bäume gibt oder Stängel, also Hecken, weil viele gehen auch in abgebrochene Stängel. Und diese ganze Vielfalt, die wird eben immer seltener. Und aus diesem Grund sind Wildbienen immer stärker gefährdet. Und wenn Sie jetzt in Ihrem eigenen Garten etwas tun möchten, um Wildbienen zu fördern, da helfen erstmal schon mal zwei wichtige Dinge. Einmal sorgen Sie für Blütenvielfalt. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie möglichst viele verschiedene Pflanzenarten, auch aus verschiedenen Familien, in Ihrem Garten haben. Und die Bienen werden dort eben sehr schnell reiche Nahrungsangebote finden.
Und das Zweite, was Sie tun müssen, achten Sie darauf, dass Sie noch etwas Wildwuchs im Garten haben. Lassen Sie mal einen alten Baum stehen, ein paar Hecken, damit die Bienen dort, auch diese oberirdisch nistenden Arten, etwas zum Nisten finden. Und wenn Sie all das berücksichtigen, werden Sie in Ihrem Garten, wenn er groß genug ist, oder selbst auf dem Balkon, eine reiche Wildbienenfauna vorfinden. Ich bedanke mich.